Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Heute machen wir einen Tafelspitz und schnell wieder hoch. Ja, weil wie der genau aussieht und wie der gemacht wird, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Für unseren gesmokten Tafelspitz brauchen wir ja nicht allzu viele. Und zwar haben wir als allererstes hier, guck mal, so einen Tafelspitz. Den habe ich jetzt bei Grillgurt besorgt. Das ist ein US-Tafelspitz. Du siehst hier schon die Marmorierung, die da drin steckt. Hier unten war so eine kleine Sehne, die habe ich weggeschnitten. Aber wichtig ist, dass da Fett drin ist. Man sollte auch sich übrigens schön, dieses US-Beef ist immer eine gute Empfehlung, gerade beim Tafelspitz, weil die deutschen Stücken oftmals zu mager und zu groß sind. Das Stück hat jetzt so ungefähr 2 Kilo. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel deutsche Tafelspitz angucken, die haben teilweise 3, 4, 5 Kilo allerdings. Die sind vom Mammut und die sind für die Aktion eher wenig geeignet, sondern die sind eher so, ja, Themen, die du dünsten oder schmoren kannst, die dann viel besser werden, weil dem bereiten wir Richtung Steak zu. Ja, dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen Grillpfeffer von mir oder von woanders. Natürlich am liebsten von mir, könnt ihr euch nachmischen oder kaufen, findet ihr alte unten drunter. Dann habe ich hier ein bisschen von meinen Freunden von Axschlag, die haben mir zugeschickt, so Kirschchips. Die sind in Wirklichkeit aus Apfel, sind nämlich Apfelchips. Dann habe ich hier eine Zange, Kerntemperaturthermometer und wie immer beim Grillen, scharfes Messer und ein Brett. Ihr werdet die jetzt mit so einer kleinen Pfefferkruste oben versehen. Also nicht ganz dicke Pfefferkruste, sondern ganz leichte. Und dass das nicht nur aufliegt auf dem Fett, werden wir das Fett einfach mal ganz entspannt hier so in so Zentimeter Abstand sachte einschneiden. Also das ist dieses Rinderfett, das geht echt super da die Messer durch wie durch Butter. Natürlich ein scharfes Messer noch besser als ein stumpfes. Und dieses Fett soll nachher sich so ein bisschen anlösen und sich beim Smoken über das Fleisch verteilen. So ist jedenfalls der Plan. Da oben drüber verteilen wir jetzt Salz, Pfeffer. Und reiben den so ein bisschen in diese Fettspalten rein. Da siehst du, muss nicht vollflächig der Pfeffer oben drauf sein, sondern so, ja, halt so Pfeffer drüber, ohne jetzt so komplett alle totzuschlagen damit. Das sieht doch schon bunt und schön aus, oder? Ja. Träumchen. So, unseren Bräuchchen-Kick habe ich vorgeheizt, unten mit ja, Holzkohle drin, jetzt haben wir schon mal eine handelsübliche. Und darauf verteilen wir so 2 gute Hände voll von den Chips. Also eins. Wenn ich jetzt keinen Apfel habe, kann ich da irgendwas anderes nehmen? Was würde ich noch eignen? Kirsche, Buche, Erle zum Beispiel. Und Hickory geht auch immer. Jetzt fängt es schon so ein bisschen an zu qualmen. Und dadurch, dass sie jetzt mal hier immer da liegen, gehen die gleich los. Und jetzt setzen wir unsere Wasserschale ein. Also ich habe den Kick schon mal vorgewärmt. Hier ist unten ganz kleine Lüftungsöffnung und oben etwas größer. Also unten auf Stufe 2, oben auf Stufe auch 2. Und jetzt kommt der Rost. Ist es egal, wie viel Wasser du in der Wasserschale hast? Ich würde schon möglichst viel Wasser drin haben, dass er länger hält. Hier legen wir jedenfalls jetzt oben unser Fleisch auf. Das Fett schön nach oben, dass es so langsam wegschmilzt. Die Smoking-Temperatur bei der Aktion wird so betragen zwischen 120 und 140 Grad. Ist das halt in Ordnung, da muss man nicht ganz genau arbeiten. Also alt, was in der Basis ist, wenn es auf 115 abschmiert und bis 145 hochgeht, ist auch noch kein Problem. Also irgendwo in dem Bereich ist man da immer auf einem guten Weg. Dauern wird die Sache so, pff, schwer abzuschätzen, aber gesagt zwischen 1,5 und 2,5 Stunden irgendwo, je nachdem wie sich das Fleisch gerade verhält. Und eine Kerntemperatur, genau, die fehlt immer noch, streben wir an, so von 54 bis 56 Grad Celsius. Ja, jetzt hat sie dauert ungefähr, ich sag mal so, na, 1,5 Stunden. Vielleicht so ein bisschen länger, liegen jetzt bei 53 Grad Temperatur. Wir haben schön Rauch draußen dran, da sieht man eine Unfärbung. Aber wir wollen auch eine Kruste haben, ein bisschen dran. Deshalb nehmen wir dieses Fleisch jetzt erstmal runter. Und lassen sich hier ein bisschen entspannen, also praktisch, dass die Temperatur außen ist ja jetzt heißer als innen, dass sich das ein bisschen ausgleicht. Und in der Zeit bohren wir mal unseren Grill um. Dazu kommt als allererstes der Rost hier raus. Als nächstes entfleucht hier die Wasserschale. Und die Spinne natürlich brauchen wir ohne mehr. Eine Spinne. Wir unseren Rost ein und zwar ganz nach unten. Die restlichen Chips, die qualmen jetzt gerade mal vor sich hin. Und jetzt heizen wir den richtig auf. Und dazu mache ich bei dem Kick das immer so, dass ich kurz die Ascheschubladen hier eben mal öffne unten, dass er richtig voll Durchzug kriegt. Den Deckel schließe und hier oben komplett aufmache. Und dann haben wir in relativ kurzer Zeit, sollte der bis 350, manchmal sogar bis unten zum Anschlag. Ich denke mal, heute ist es ein bisschen kühler draußen, also bei 350 irgendwo liegen. Was heißt kurze Zeit? Boah, leg mich nicht fest. Viertelstunde, 20 Minuten. Hier ist jetzt unser Tafelspitz und den schnappen wir uns jetzt.
Und der Keck hat trotz der kalten Wetterung, ich mal 410 Grad. Also da ist ein Höllenfeuer, was da drin tobt. Und deshalb werden wir die Wurst ganz kurz angrillen. Du hast immer ganz kurz groß zu fängen. Hochkant schälen. Ah, da siehst du schon, wie schnell er die Farbe annimmt. Und dann drehen wir immer ganz kurz auf die Fettseite. Wenn man das so kurz macht, muss man keine Angst haben, dass der Pfeffer verbrennt oder so. Der kriegt jetzt immer kurz Temperatur. Zieh die Flamme hoch, dann muss ich kurz zur Seite drehen. Und da musst du unbedingt dabei bleiben, weil wenn das jetzt das Fett richtig auszieht, dann siehst du, wie schnell es geht. Reicht uns. Boah, guck mal, wie der blubbert und brutzelt. Geil. Das ruhen muss der nicht mal, weil der hat vorher schon geruht. Das Boss haben kurz angeknuspert und das riecht hier nach geröstetem Pfeffer. Das ist Wahnsinn. Und jetzt machen wir meinen Lieblingsmittelschnitt. Ja, war noch nicht ganz durch. Jetzt. Und ich glaube, ich kicke mal, bevor ich kicke. Tada! Alter, ist das geil. Man muss sagen, die Fettschicht oben drauf ist ein bisschen übertrieben, ja, aber. Ja. Gut, essen kann man so oder weglassen, wie du willst. Guck mal, wie saftig das ist. Ja, gucken es eins, ich schneide mir so ein Stück ab und dann koste ich. Ich schneide, habe mir so ein Scheibchen abgeschnitten und immer zum Kosten nehme ich mir die Hälfte. Und ist übrigens ideal, ja, mit ein bisschen Gemüse dazu, ein bisschen Pfanngemüse, ein paar Kartoffeln, sehr lecker. Oder natürlich auch für Sandwiches oder, wie ich das mache, ein gutes Steak oder einfach so vom Brett. Und ja, ich hole mir das mal zu Müde. Mmh. Also ist so zart, also, Das ist so ein richtig, richtig zartes Fleisch. Ich würde sagen, kann sich mit Filet messen, hat aber einen viel kernigeren Fleischgeschmack. Ja, mit dem Pfeffer oben in der Kruste, der ist so ein bisschen so leicht angeröstet, also nicht verbittert, sondern der ist so ein bisschen so, also schmeckst du schon diesen Geschmack nach, ja, nach Feuer und, ja, nach Feuer und Rauch halt so richtig raus. Also es ist so richtig ein Stück, wo du sagst, ja, das ist Grillen, das macht richtig Spaß. Ich kann euch nur raten, statt, wenn ihr so einen US-Tafelspitz habt oder einen wirklich wertigen Tafelspitz, statt ihn irgendwo kaputt zu schmoren, schmeißt euch den auf den Smoker, grillt euch den schön an, das ist einfach eine Sensation. Also wenn ihr Spaß hattet bei diesem Video, freue ich mich über den Daumen nach oben, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder natürlich ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei meinem Zweitkanal, bei Einfach Klaus. Und wenn ihr Freunde und Bekannten Bescheid sagt, dass sie mir auf meinem Kanal vorbeischauen, Support ist kein Mord. Von daher bis zum nächsten Mal, Klaus Grillt, feines Grillen Barbecue. Macht's gut.